Ja, ich hab's verstanden, noch 5 Minuten. Ja, ist ja gut. In 2 Minuten beginnt die Stunde. Okay. Zum Glück bin ich mit meinen Klamotten eingeschlafen. Tasche brauche ich eigentlich auch nicht, oder? Nicht heute. Ich meine, wir haben 2 Stunden Mathe, Sport. Ich gehe einfach so in die Schule. Macht's gut! Monika. Nur noch 2 Minuten. Wie spät ist es denn jetzt eigentlich? Der Wecker hat gar nicht mehr geklickt. Ich muss in 5 Minuten in der Schule sein. Um Gottes Willen. Okay. Nee. Ich seh gar nichts. Was zieh ich denn an? Das kann ich doch unmöglich anlassen. Das hatte ich halt schon im Bett an. Nee, das geht doch alles nicht. Nee. Also ganz ehrlich, da komme ich lieber eine Stunde zu spät. Aber ich kann, so kann ich nicht in die Schule gehen. Wieder absolut hässlich. Aber na gut, mein bester Freund sieht ja noch hässlicher aus. Okay, mit Jacke oder ohne Jacke? Da muss ich die mal anziehen und ausziehen und das wird viel zu stressig, deswegen ohne Jacke. So, ziehe ich das an? Nee, die nicht. Oder die Jacke? Nee, das sieht auch doof aus. Die? Nee. Vielleicht doch ein Hoodie? Hey Anna, kannst du mir mal sagen, was ich anziehen soll? Das? Oder das? Oder das? Ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt will die wirklich ein Bild von mir. So ein Selfie. Okay. Ich versuch's mal. Okay, passt. Bestes Selfie seit 2 Jahren. Ja, komm. Nee, mach mal ein Stück höher. Ja? Nee, das geht nicht. Warte. Nee, vielleicht das Handy. Falsche Seite, ich glaube, wir müssen die Seiten tauschen. Nee, hier gucke ich voll durch. Wir haben jetzt schon 30 Selfies gemacht. Irgendwo muss doch mal eins dabei sein. Warte. Nee, ja, guck. Nee, guck mal, ich guck voll blöd. Ja gut, das kann ich bearbeiten. Ja, ich glaube auch. Wenn du da 3 Filter drüber schmeißt, dann geht's. Ja klar. Nein, wir kommen heute Abend vorbei. Ah, da kommt sie auch. Hey, also warte kurz. Ja. Kannst du gehen? Ist das okay oder ist das zu chillig? Was ist das überhaupt für ein Outfit? Also ganz ehrlich, diese Schuhe, habe ich dir schon oft gesagt, passen einfach nicht zu dir. Ich habe dir schon gesagt, lass uns neue holen. Es sind einfach nicht deine Schuhe, glaub mir doch. Also ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Warte doch mal. Wir wollten uns heute Abend doch treffen. Hallo, übertreib es nicht. Zieh andere Schuhe an und du kommst heute. Doch, ich hole dich ab, damit das klar ist. Die macht wieder eine Szene, nur weil ich mal ehrlich und direkt bin. Hey, hi. Sag mal, ist das okay so? Kann ich so gehen? Oder? Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Also, also ich finde die Farbe, die passt zu deinen Augen. Aber vielleicht kannst du ja doch mal die anderen Schuhe anziehen. Was ist denn mit den Schuhen? Naja, die. Nee, die sind ganz cool, wirklich. Aber. Die weiße sind nicht die neuesten, aber die sind bequem. Nee, die sind bequem, aber zieh vielleicht doch andere an. Ja, zick doch jetzt nicht rum. Also das Wochenende mit den Jungs wird ziemlich cool, aber eigentlich brauche ich auch keine Sachen. Also ich weiß auch nicht, ob ich diesen Rucksack mit meinen ganzen Wechselklamotten überhaupt brauche. Also, ja, ich glaube nicht. Also ich nehme die Tüte mit, die Bauchtasche. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht, oder? Nee, ganz bestimmt nicht. Urlaub, ich komme! Okay, also die Schuhe nehme ich mit. Ich bin 2 Tage. Gut, vielleicht gehen wir shoppen und vielleicht machen wir dann auch noch, gehen wir essen. Und wenn wir Sport machen, habe ich auch Sportschuhe mit und die Klamotten und die Tasche und mein Rucksack brauche ich auch noch. 2 Tage reicht das? Hoffentlich. Ey Bruder, kannst du mir mal sagen, was das jetzt werden sollte gerade? Das war mein Loot. Nein, ich habe den Gegner doch bekommen. Ey, willst du mich gerade auf den Arm nehmen? Das war das letzte Mal, sonst spielen wir nie wieder zusammen. Nein, das ist mein Ernst. Mann, du regst mich sowas von auf. Ja, wir gehen heute Abend raus. Ist doch klar. Aber ich warne dich. Das letzte Mal. Boah, nee, so nicht. So nicht. Wir sehen uns heute Abend. Wie der Junge mich aufregt. Ich
finde das echt richtig blöd von dir, dass du mit Christine schreibst. Ja, ich bin die Blöde, ich bin hier die Blöde. Weißt du noch, wie du mir letztes Mal einfach gesagt hast, dass meine Schuhe dir nicht gefallen? Ja, weil die halt auch manchmal echt blöd aussehen. Das ist doch einfach nur dein Geschmack. Warum musst du da jetzt schon wieder so dran haben? Das stimmt doch gar nicht, aber wenn du mich fragst... Du immer nur an mir rum. Warum bin ich dir denn nicht einfach mal gut genug? Das geht mir so... Das stimmt doch gar nicht. Deswegen suchst du dir auch eine neue Freundin und schreibst jetzt mit Christine, obwohl du weißt, dass ich sie nicht mag. Ja, weißt du was? Weil Christina einfach viel besser ist als du, weil sie nicht ständig an mir rummeckert und weil ich Christina einfach lieber mag. Weißt du was? Ich kündige dir jetzt die Freundschaft. Ja, ist mir... Nein, tschüss. Ja, mach das. Ist mir egal. Ich hab eh schon eine neue beste Freundin. Egal. Oh, ey. Schreib mir nicht. Entfolg mir gleich auf Instagram. Warum ruft er denn jetzt an? Der weiß, dass ich nicht telefonieren möchte. Besetzt. Weißt du was, ich schreibe ihm lieber mal. Nicht anrufen, nur WhatsApp. Ganz ehrlich, der hat's immer noch nicht gecheckt. Ich möchte einfach nicht mit ihm reden oder mit keiner Person. Einfach nur über WhatsApp schreiben. So, zocken. Was will der denn? Mann! Wie es mir geht. Wie soll's mir gehen? Gut. Was ich mache. Oh, nichts. Ich will einfach nicht. Lass mich doch einfach in Ruhe. Einmal nur in Ruhe zocken. Will ich raus? Nein. Ich habe Bibi jetzt bestimmt schon seit 5 Stunden nicht gefragt, wie sie geht. Ich muss direkt mal fragen. Oh, hey Süße, wie geht's dir heute? Hey Maus, ja, also ich hatte einen ganz schön stressigen Tag heute. Ich musste heute früh in die Schule gehen und dann musste ich noch einkaufen und dann habe ich heute früh verschlafen und ich wusste nicht, was ich anziehen sollte, richtig schlimm. Ja, eigentlich geht's mir ganz gut und ja, jetzt chill ich gerade hier so rum. Ja, boah, ey, mega krass, was du mir gerade erzählt hast, es tut mir super leid. Ich weiß, mit dem Verschlafen, das ist mega schlimm, da bin ich ja diejenige, die ständig, ich bin immer am Verpennen, aber heute habe ich es tatsächlich mal geschafft, heute habe ich mal nicht verschlafen, ehrlicherweise. Aber gut, dafür tut es mir umso mehr leid, dass du heute mal wieder verschlafen hast. Ich würde dich echt gerade einfach gerne in den Arm nehmen, weil dein Tag klingt so super stressig. Kann ich dir irgendwie helfen? Okay. Maus, ich würde dich jetzt einfach mal anrufen. Ist das okay? Also, kannst du gerade? Ich rufe dich einfach mal an. Ja, klar, kannst du mich kurz anrufen, kein Problem. Ja, ich rufe dich jetzt einfach mal an. Genau, also ich habe heute früh verschlafen, ne? Es war richtig stressig so. Und dann musste ich noch einkaufen und dann bin ich so spät in die Schule gekommen. Und oh, wir hatten heute auch noch eine Mathe-Klausur, ne? Was wolltest du jetzt von mir? Heute ist mein Tag, ich hab frei, ne? Ja, was machen wir denn heute? Wie, was machen wir heute? Ich mach heute gar nichts. Ich habe heute frei, habe ich dir gesagt. Was willst du von mir? Weswegen hast du mich jetzt hier hingerufen? Hunger? Ich will los. Nix los. Wir bestellen Pizza heute, okay? Ich chill hier heute den ganzen Tag. Wir zocken und chillen und Filme gucken. Nichts anderes. Hey, Baby. Hi, ich freu mich schon so auf unsere Familie. Ja, ey, wir haben heute frei. Das müssen wir genießen. Ja, aber weißt du schon, was wir heute machen? Ja, ich bin für Shoppen. Ich bin absolut. Auf jeden Fall. Warte, weil wir merken Kaffee trinken. Oh mein Gott, wir müssen unbedingt einen Kaffee trinken. Ich hab, ja, und Tee. Ich habe so Lust auf einen guten Tee. Ja, und weißt du, was wir auch machen können, ist, wenn wir shoppen waren, wir können heute Abend eine Pyjama-Party machen. Ja, und dann machen wir noch eine Modenschau, das wird super. Aber wollen wir vielleicht noch ein Eis essen hier oder so? Wir müssen das voll ausnutzen, den ganzen Tag. Das wird so cool. Ja. Ja, das waren Boys vs. Girls. Oder auch Mädchen vs. Jungs. Ja. Wir haben das natürlich jetzt so gegenübergestellt, aber wir wissen selbst natürlich auch, dass es nicht so ist. Ne? Sehr überspitzt. Ja, es ist jetzt ein bisschen übertrieben. Natürlich gibt es auch bei mir Phasen, wo ich gerne mal rausgehen möchte und nicht chillen möchte. Es gibt mal Phasen, wo ich viel streite oder gar nicht streite. Aber im Endeffekt habe ich mich schon in vielem wiedererkannt heute. Aber wo ich mich wiedererkannt habe, ist tatsächlich, wenn man in den Urlaub fährt. Ich nehme immer viel zu viel mit. Aber da bin ich auch so. Also beim Urlaub bin ich auch so. Beim Urlaub, da habe ich mich nicht wiedererkannt. Da finde ich mich zum Beispiel gar nicht wieder. Wo ich mich aber wieder finde, ist bei den Sprachnachrichten. Oh nee. Ja, aber also bei WhatsApp bin ich auch wieder voll dabei. Ne? Nee, eine da kurze ich, Nachricht. Da bin ich eigentlich typisch Junge. Ich mag das gar nicht. Bei mir ist immer, ich bin da ganz, ganz schlimm, was das angeht. Da habe ich wirklich so. Aber diese Stell-wie-Situation, das kennen wir wahrscheinlich auch alle. Also gerade so die Mädels, ne? Also keiner macht ein Selfie und stellt es meistens gleich hoch. Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist das auch nicht mehr so. Also ich habe auch viele Freunde, die, glaube ich, gefühlt 200 Selfies machen für Instagram und dann sagen, ja, das passt nicht, das passt nicht. Kann ich mich auch nicht wiedererkennen. Aber trotzdem, Leute, wir hoffen, ihr hattet heute ein bisschen Spaß und darum geht es ja in diesem Video, dass wir ein bisschen Spaß haben. Schreibt und gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch wiedererkannt habt oder ob euch eine Situation bekannt vorkam. Oder was wir vergessen haben, wo ihr sagt, ey, das ist so wieder so typisch. Gerne damit ab in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten auch kein Problem. Sonst würde ich sagen, abonnieren, kommentieren, die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.